Das sind wirklich die besten Hundekuchen, die ich je hatte. Nur ziemlich unpraktisch, dass die alle einzeln verpackt sind. Ach du meine Nase, guck mal, Schnattchen, da liegt ja Müll einfach so auf dem Boden herum. Frechheit, nack, nack, nack. Ach, und schau mal, Pitti, da vorne geht die Müllspur weiter. Ach, komm, Schnattchen, den Umweltverschmutzer schnappen wir uns. Nack, 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 nack. Moppi, Moppi, es ist etwas passiert. Tatsächlich? Ja. Was denn? Wir suchen einen Umweltverschmutzer, nack, nack, nack. Aha, tja, also ich hab keinen. Am besten ihr sucht woanders. Aber du kommst mit. Hm? Deine Spürnase kann uns bestimmt helfen, nack, genau, nack, nack. Genau, du bist jetzt unser Spürhund. Das ist sehr wichtig. Na gut, na gut. Aber dann geht schon mal vor. Ich muss mir noch die Spürhundnase putzen. Aber beeil dich. Ja. Nack, 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 nack. Wenn ich schon unbedingt mitgehen muss, dann nicht ohne meine Leckerlis. Oh. Moppi, ja. Komm schon. Der Spürhund muss doch vorne weglaufen. Ach, na gut. Nein, alter Spürhund, der ist doch kein E-Scooter. Nack, nack, nack. Das ist sehr seltsam. Nack, nack. Immer mehr Müll, aber keine Spur von dem Umweltverschmutzer. Spürhund Moppi, irgendeine Spur? Was? Nö, hier riecht nichts nach Umweltverschmutzer. Aber sagt mal, was ist denn überhaupt ein Umweltverschmutzer? Moppi, das ist jemand, der seinen Müll einfach so wegwirft. Ja, hier, schau. Und dieser Müll ist sehr schädlich für Tiere und Pflanzen, nack, nack. Oh, auweia. Ich muss los. Oh. Also so schnell hat sich dieser Hund ja noch nie bewegt. Kannst du glauben? Ach, da stimmt doch was nicht, nack, nack, nack. Oh, Betty, schau mal. Moppi. So, jetzt habe ich fast alles eingesammelt und jetzt schnell in die Mülltonne damit. Ich will doch kein Umweltverschmutzer sein. Ah! Oh. Aua. Ach du meine Nase. Guck dir das an, Schnattchen. Da haben wir unseren Umweltverschmutzer. Moppi, du warst das? Ja. Aber ich wollte das gar nicht, ehrlich. Die Hundekuchen waren so lecker, da habe ich gar nicht mehr an die doofen Verpackungen gedacht. Es tut mir sehr, sehr leid. Na gut, Moppi, es sieht ja so aus, als hätten wir alles wieder eingesammelt. Jetzt aber ab in die gelbe Tonne damit. Ja. Was gibt es denn da zu lachen? Moppi, ist dir aufgefallen, dass du der wahrscheinlich einzige Spürhund der Welt bist, der sich selbst nicht aufspüren kann? Stimmt.